Wenn Sie statt Wasser lieber Boden unter den Füßen haben, dann empfehlen wir folgendes Naturschauspiel im Moment zu sehen in der Nähe von Monschau. Da blühen zurzeit zigtausende von wilden Narzissen in den Tälern. Die Blumen brauchen ganz viel Licht und davon gibt es hier genug. Wer in das Blumenmeer rein will, der kann sich einer Führung anschließen, zum Beispiel morgen ab Monschauhöfen um 10 und um 14 Uhr. Am besten beeilen, in 2 Wochen ist der Blütentraum nämlich zu Ende. Es lohnt sich, auch wenn das Wetter launisch ist. In der Nacht ist es stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Zum Morgen dann trocken, die Temperaturen 6 bis 4 in der Eifel, 3 Grad. Morgen wechseln sich dicke Quellwolken mit Sonne ab. Hier und da fällt Regen, ab und zu Gewitter. Die Höchstwerte 8 bis 13 Grad. Bis Mittwoch geht es dann weiter mit typischem April-Schauerwetter. Die Temperaturen bleiben zunächst bei um die 12 Grad. Die gute Nachricht, ab Mittwoch aber wird es wärmer. Die Temperaturen steigen allmählich an. Das war's von uns für diese Woche. Danke, dass Sie dabei waren. Am Montag meldet sich an diesem Platz wieder Ralf Raspe für Sie. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, schönes Restwochenende. Tschüss und bis bald. Machen Sie es gut.